So, dann mal los. Warte, halt, Georg. Georg, ehe wir hier aufhören. Es ist nämlich noch nicht ein Ende der Langeweile. Naja, mittlere Langeweile. Anleitung verbesserte Sehne. Ja, da können wir nicht viel machen. Ich werde mal die höchste Zahl davon machen. Wir haben keine Sehne mehr. Ja, werden wir sicherlich irgendwo aufheben können. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier wieder in die Stadt zurück können, wenn wir einmal raus sind. So, kann man mit dem quatschen? Nee, da ist wieder besoffener, geil. Ja, und wenn du denkst, du lallst nicht und du wankst nicht, während du betrunken bist, mein Freund, ich sag dir, da kann man sich so, so verschätzen. So. Lecker Teechen. Wir quatschen mal mit dem Wirt zuerst. Wirt Possinger. Na, wen haben wir denn da? Noch mehr Besucher zum Apfelfest, ha? Also, bevor ihr nach Prenzheim weiterreist, würde ich euch empfehlen, bei mir mal den einen oder anderen Humpen Apfelwein zu trinken. Dann reißt es sich gleich viel beschwingter. Kollege, wir haben hier in den Thun so viel helles Verdocker gefunden. Wir kommen gerade aus Verdock. Sag mal, Freunde, was habt ihr hier? Ihr habt hier in den Thun Verdocker und trinkt gerne Apfelwein? Wie der Typ da mit seinem Humpen rumeiert. So, ja, aber der war nett irgendwie. Also was darf's denn sein? Ich bin auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdok. Sein Name ist Gerling. Er hat sogar gewisse Ähnlichkeit mit euch. Oh mein Gott. Ja. Kleiner, dicker Mann, Glatze. Ja, der war hier. Getrunken hat er aber nichts. Hat lauter Fragen gestellt über den Kaufmann Eichrich und seine Familie. Über die Sage von den Drachentötern. Solche Sachen halt. Gestern ist er dann überstürzt nach Prenzhain aufgebrochen. Ich würde gern über etwas anderes sprechen. Ja, könnt ihr mir etwas über Talon erzählen? Das will ich wohl meinen. Ich weiß alles über Talon. Was ist das Besondere an diesem Städtchen? Das Besondere? Ich könnte jetzt viel von Drachen, Zwergen und heiligen Städten erzählen, aber für mich ist das Schönste an Talon das alljährliche Apfelfest. Da wird gefeiert, getanzt, gesungen und gebumst. Alle danken Perreine für die reichliche Ernte und sind voll bis an die Kante und freuen sich einfach ihres Lebens. Schade, dass es dieses Jahr wohl nicht ganz so heiter zugehen wird. Na, du hast eine Ahnung, das wird hier richtig heiter. Das wird eine Bombenstimmung mit brandheißer Action. Ja, habe ich schon zu viel verraten? Ich würde gerne noch mehr über diese Stadt wissen. Ihr wisst doch sicher noch mehr. Lululul. Wie denkt ihr über die Geschichten, die von einer Bestie erzählen, die im Tarnellholz ihr Unwesen treiben soll? Ach, das sind Geschichten, nichts weiter. Das ist garantiert eine List, die von diesen Goblins ausgeheckt wurde, um uns Angst einzujagen. Wer weiß, am Ende haben sich ein paar von ihnen ein Kostüm gebastelt, um so Reisenden und Pilgern Angst einzujagen. Ich bin nicht überzeugt davon, dass diese Dinger imstande sind, sich Kostüme zu basteln. Ich würde gerne noch mehr über die Stadt wissen. Habt ihr eine Idee, weshalb die Brücke draußen vor der Stadt eingestürzt ist? Viele erzählen sich, es wäre die Bestie gewesen, aber ich glaube das nicht. Immerhin war sie ja schon sehr alt. Wenn da alle Jahre wieder schwer beladene Wagen drüber fahren, dann kann es schon mal passieren, dass was kaputt geht. Mir soll es recht sein, so kommen mehr Leute durch unser schönes Talon und kehren bei mir ein. Du egoistisches Stück Dickmann. Ja, noch mehr. Fürchtet ihr euch denn überhaupt nicht vor den Plünderern, die Talon bedrohen? Iwo, mit der Tapferkeit des Hauptmanns und der Vorsicht des Bürgermeisters werden wir das schon überstehen. Auch wenn die beiden sich oft in der Wolle haben, könnte doch keiner ohne den anderen auskommen. Vielleicht schaffe ich es ja und sie versöhne sich eines Tages bei einem guten Krug Apfelwein. So wie ich die Wirkungen von Alkohol mitbekommen habe, ist damit Versöhnung eher nicht zu rechnen, mein Guter. Die hauen sich den Schädel ein mit den Humpen, da mit diesen Holzhumpen, wo da gerade einer da voll durchs Bild eiert. Ja. So, noch mehr. Nun, ich ziehe weiter. Danke für eure Gastfreundschaft. Ja, das war kurz. Steht da. Bürgermeister Stippwitz, da ist er ja endlich. Wir machen mal eine Stippvisite bei ihm. Willkommen in unserer schönen Stadt. Sicher seid ihr wegen des Apfelfestes hier.
Bist du irgendwie mit dem Typen aus dem Paraine-Tempel verwandt oder nehmt ihr die gleiche Droge? Guck dir mal an, was der für einen riesen Schlüssel um den Hals hat. Alter, du renkst dir noch den Hals aus. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdok. Sein Name ist Gerling. Der Diplomat Gerling kam schon vor einigen Tagen hier an. Er hat sich ein Zimmer im Wirtshaus genommen und hier Nachforschungen angestellt. Zuletzt war er Gast von Kaufmann Eichelring. Was er dort wollte, weiß ich auch nicht so genau. Ein recht verschwiegener Mann, wenn ihr versteht, was ich meine. Er ist erst heute Morgen nach Prinzhain aufgebrochen. Ja. Das Apfelfest, was soll das sein? Ihr wisst nicht um das wichtigste Ereignis in der gesamten Region? Gewiss wollt ihr mich nur auf die Probe stellen. Aber nun gut, das heilige Apfelfest findet alljährlich um diese Zeit hier im schönen Talon statt, um der Göttin Peraine zu huldigen. Ihr verdanken wir unser schönes Leben, die malerischen Apfelbaumhaine und nicht zuletzt unseren großen Wohlstand. Und ganz vergessen, Drachenangriffe. Ich verrate hier viel zu viel. Ja, zeig mal was ihr... So, könntet ihr mir einige Fragen beantworten? Erzählt mir von Talon. Talon ist das schönste Städtchen in der gesamten Region. Habe ich schon erwähnt, dass ich schon sehr lange die Ehre habe, hier als Bürgermeister zu fungieren. Mein Hals tut schon ganz weh, weil ich den riesen Schlüssel tragen muss. Das muss ich leider, sonst erkennen mich die Leute als Bürgermeister nicht und halten mich für irgendeinen Penner, der hier auf der Straße rumläuft und Apfelwein säuft. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Was könnt ihr mir über den Prinzhain erzählen? Prinzhain ist das oberste Heiligtum der Peraine hier in der Region. Fragt den hiesigen Peraine-Geweihten, solange er noch am Leben ist, wenn ihr mehr erfahren wollt. Ihr findet ihn sicher in der Nähe des Tempels, es sei denn, er ist schon verbrannt. Das lustig ist. Ja, gut. Ich möchte über was anderes sprechen. Die Leute hier sprechen über eine Bestie, die hier im Tal ihr Unwesen treiben soll. Was haltet ihr davon? Ach was, Bestie. Sowas Lächerliches habe ich in meiner gesamten Amtszeit und ich bin schon sehr lange Bürgermeister und trage diesen Riesenschlüssel um meinen Hals und mein Hals tut mir weh, nicht gehört. Nein, ein paar dumme Goblins haben sich hier niedergelassen und wegen den Vorbereitungen auf das Apfelfest haben wir noch nicht die Möglichkeit gehabt, sie von hier zu vertreiben. Ihr solltet nicht auf das Geschwätz von Bauern hören, Georg von Alion. Ja, ja... Okay. Ja, nichts mehr. Ah, Spiel Autosave wurde erfolgreich gespeichert. Da seid ihr nein, ja. Nein, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ihr Vogel. Hier ist der Unterhändler Edelbrecht. Das war der Typ, der die Kosch-Amazonen besorgen sollte. Den haben wir schon. Was haben wir hier? Fuhrfrau Rilke. Oh, ich erinnere mich. Jetzt wird's lustig. Warte mal. Oh, da habe ich mich doch glatt verschluckt. Weil jetzt wird's lustig und ich musste so ein bisschen in mich rein lachen und husten. Ihr seht mir nicht so aus, als gehöret ihr zu den üblichen Pilgern und Besuchern des Apfelfestes. Ich hätte da vielleicht ein Angebot für euch. Alter, solange es nicht sexuell ist, ist das in Ordnung. Aber wie sieht die denn aus, Alter? Und was ist da in deiner Pfeife drin? Wahrscheinlich... feinstes Haschisch. Ein Angebot? Was für ein Angebot? Ihr habt doch von der Beste gehört, ja? Das habe ich in der Tat. Dachte ich es mir doch. Die Leute hier sprechen ja auch über nichts anderes. Naja, wenn man mal von den hohen Herrschaften hier im Ort absieht. Die sprechen über alles, nur nicht darüber. Ein Schelm, wer denkt, das könnte etwas mit dem Apfelfest und der Angst vor den ausbleibenden Dukaten der Pilger zu tun haben. Die Alte ist gar nicht so dumm, wie sie aussieht. Mir ist das egal, ich fahre einfach meine Waren hin und her den ganzen Tag. Ist richtig nett, so alleine unterwegs mit meinen Pferden. Das sind übrigens ganz tolle Tiere. Pferde, ich dachte, es geht um die Bestie. Nicht so hektisch, alles der Reihe nach. Also niemand hat die Bestie bisher wirklich gesehen. Obwohl gesehen haben sie sicher schon einige. Leben tut von denen aber bestimmt keiner mehr. Auf jeden Fall habe ich gestern eine frische Ladung Holz nach Talon gebracht und da lag so ein Kuhkadaver auf der Straße. Richtig ekelhaft war das. Maden drinne und halb angefressen und dergleichen und das hat gestunken wie die Pest. Wie mein Ex-Mann. Meine Pferde wären beinahe vor Schreck durchgegangen. Habt ihr meine Pferde eigentlich schon gesehen? Prächtige, prächtige, prächtige Tiere, sag ich euch. Ich glaube, die Alte hat einen Pferdefetisch, kann das sein?
Ich mag da gar nicht jetzt dran denken, was die mit ihren Pferden macht. Wahrscheinlich alles männliche Pferde, kann man das sagen? Kommt doch endlich zur Sache. Warum unterbrecht ihr mich eigentlich immer, wenn ich über Pferde spreche? Mögt ihr keine Pferde? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall liegt da dieser Kadaver auf dem Weg. Weit und breit kein Helfer in Sicht. Und da sage ich mir, Rilke, wenn du heute noch nach Talon willst, dann musst du diesen Kadaver da jetzt wegschaffen. Also ich runter vom Kutschbock und zerre den Kadaver mühsam aus dem Weg. Gestunken hat das, sage ich euch. Aber ich bin ja nicht von schlechten Eltern. So eine tote Kuh macht mir nichts aus. Da habe ich schon Schlimmeres gerochen, zum Beispiel mein Ex-Mann. Wenn das ein totes Pferd gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht, wenn mich das so angestarrt hätte mit seinen toten Augen. Aber es war ja bei Fex kein Pferd. Himmel, Ork und Wolkenbruch. Jetzt kommt endlich zum Punkt. Ihr mögt wirklich keine Pferde, oder? Das verstehe ich nicht. Pferde sind doch so kluge Tiere. Die verstehen einen richtig, wisst ihr? So ein Pferd lügt auch nicht. Das bringt euch überall hin, wohin ihr wollt. Egal bei welchem Wetter, ein Pferd lässt euch nicht im Stich. Auch wenn ein Drache es anhaucht. Ich habe ja mal gehört, dass diese frevelhaften Maraskaner Pferde essen sollen. Also, das ist ja wohl das Letzte. Das sind doch unsere Freunde. Wer, die Maraskaner oder die Pferde? Wann habt ihr denn das letzte Mal einen Freund gegessen? Freundin vielleicht. Also wenn mir mal so ein Schuft in die Quere kommt und mein Pferd essen will. Jetzt hör doch endlich mit deinen verflixten Pferden auf und komm zur Sache, Frau. Ich bin mir nicht sicher, dass das eine Frau ist. Sag mal, seid ihr am Ende doch noch aus Maraskan? Ihr hasst diese armen Tiere ja. Euch erzähle ich nie wieder was von meinen Pferden. Wo war ich? Ach ja, ich räume also die tote Kuh weg und da fällt mir auf, dass im Kadaver noch etwas steckt. Ein gewaltiger Zahn. Der muss dem Untier irgendwie abgebrochen sein. Ich zucke bloß mit den Schultern und denke mir, muss wohl eine verflucht zähe Kuh gewesen sein und steckt das Ding ein. Ich sag euch, so einen großen Zahn habt ihr noch nie gesehen. So groß wie ein Dolch ist der. Ach, was sag ich, wie ein Schwert. Wollt ihr mir den Zahn nicht abkaufen? Ihr seht so aus, als ob ihr noch am ehesten etwas damit anfangen könnt. Ich mache euch einen guten Preis, nur läppische 10 Dukaten. Jupp, Mama. Wunderbar, da habt ihr ihn. Gibt sicher einen fetten Talisman ab. Ey, Digga, gib einen fetten Talisman, Alter. Kannst du voll in der Hut tragen und dann hast du voll die Street Cred, Alter. Vielleicht könnt ihr ihn ja auch der Bestie zurückgeben, wenn ihr sie trefft und sie lässt euch dann in Ruhe. Aber hattet ihr nicht noch eine Frage an mich über Pferde vielleicht? nein, das war, ja, nein, nicht über Pferde, nein. Bin auf der Suche nach einem Diplomaten aus Ferdok, sein Name ist Gerling. Er müsste vor ein paar Tagen hier vorbeigekommen sein. Du weißt nicht zufällig etwas über seinen Verbleib? Gerling, kleiner dicker Mann, wenig Haare? Ja, genau. Tut mir leid, kenne ich nicht. Alte, ich weiß nicht, willst du mich verarschen oder was ist hier los? Danke für die Auskünfte, leb wohl, Fuhrfrau, und viel Spaß mit deinen Hengsten, also den Pferden, ne? Ja, ich habe da ja so meine Verdächtigung. Katze, du hast die ganze Zeit gestört. Ich hätte ihr mal was von Katzen erzählen können. Ich mag unglaublich gerne Katzen. Das ist Wahnsinn, was diese Katzen so alles können, ne, mit ihren kleinen Füßchen und ihren kleinen Krallen und ihren kleinen Zähnchen. Warte mal. Komm mal her. Ja, pass mal auf. Ich habe einen kleinen Test vor. Sollte das funktionieren, meine Guten, dann gebe ich ein Eis aus. Ja, gebe ich ein Eis aus. Virtuell natürlich. Ich kann mir kein wahres Eis leisten. So, Truhe verschlossen. Furaminor fehlgeschlagen. Nochmal. Mach. Was soll denn der Scheiß? Jetzt mach schon. Ich will zumindest einmal mit einem Zauberspruch eine blöde Truhe aufmachen. Er verbraucht dann aber auch keinen Astralkram. Das finde ich gut. Dann nehmen wir mal die anderen. Wir suchen dreimal. Was soll denn der Scheiß? Ich
Ich hasse es. Dann will ich wenigstens einmal eine Sache machen. Fett! Ja, geil! Und wenn ich jetzt noch... Scharf. Also ich kann nur eine so eine Figur zaubern. Also ich kann keine zwei Gefährten. Alter! Ist das geil. Oh, Aladdin mit der Wunderpampe. Komm her. Warte mal, lass mal Aladdin gucken. Aladdin. Hey. Geil, Aladdin mit der Wunderpampe. Code. Ja, der bleibt für eine Weile. Das finde ich gut. Okay, was hatte ich jetzt noch vor? Ich will nicht aus dem Ort hier weg, ehe wir nicht alles... ich muss noch mal gucken, ob hier auf dem Marktplatz vielleicht doch noch einer rumsteht. Wir haben ja auch den Kaufmann Eichelring noch nicht gefunden. Also Eichring oder Eiching oder wie auch immer der heißt. Ey, da brennt's. Elementarer Diener. Na, möchtet ihr einen Kolben in der Hand? Guck mal, der ist hier. Ich will mit ihm sprechen. Hallo, do you speak English? Das bin ich. Français? Nein, das bist du nicht. Das ist ein Gin Tonic. So. Aber hier brennt das die ganze Zeit. Ich lasse sie einfach mal machen hier noch ein bisschen. Schade. Schade, Pomade. So, hier sind wir gewesen. Da steht noch einer. Da haben wir den hier schon. Waffenhändler Zorg. Geil. Guck mal, der ist ganz schön lange da, ne? Der wird uns noch lange erhalten bleiben. Ich muss mir mal den Waffenhändler Zorg angucken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der uns irgendwas verkaufen kann. Hier gibt es die besten Waffen der ganzen Gegend. Was du nicht sagst. Die haben wir nämlich in der Hand. Gibt es hier auch eine Schmiede? Ja, natürlich. Ihr wollt eure Ausrüstung in Schuss halten? Das lob ich mir. In der Nähe der westlichen Stadtmauer, gleich hinter dem Stand des Alchemisten, ist eine Schmiede. Da waren wir aber schon. So, dann lasst mal sehen, was ihr feil zu bieten habt. Ich dachte schon, ich könnte nichts kaufen. Lalalala. Pass mal auf. Ja, nö. Hellebarde. Wisst ihr, was das ist? Ein Hellebarde? Das ist das Gegenteil von einem Goth-Music-Sänger. Also, die Goth-Music-Sänger, das sind dunkle Barden, ja, so wie deine Lakaien und so weiter. Ne? Das sind dunkle Barden. Und dann gibt es helle Barden, ne? Und nicht so helle Barden. Zum Beispiel Dieter Bohlen ist nicht so heller Barde. So, Langschild, ja, la, Waffenboni, 2, 5 Stein, ja. Weißt du, was? Ich finde den hübscher als den. Und deswegen, weißt du, was wir mal machen? Ja, wir kaufen den hier einfach mal. So, und verkaufen den unsrigen Schild. Wir können den nicht verkaufen, während er angelegt ist. Okay, aber das soll uns ja nicht die Tagzeit trüben. Guck mal, er sieht nämlich viel schicker aus. Und ist kleiner und man muss Glattes nicht so schleppen. Na? So, komm mal her, Waffenhändler Zorg. Hier gibt es die besten Waffen. Nein, die haben wir bei uns. Und du darfst hier gleich mal irgendwie ein klein wenig... lass mich mal sehen. Ah ja, gut. Helles Ferdocker, verkauf dem das mal. Ich will hier nicht so ein Alkohol. Ne? Alkohol ist dein Sanitäter in der Not. Sieht sie denn jetzt aus mit dem Schildi? Oh, die ist so süß. Selbst mit dem hässlichen Helm. Ja, mach mal. Wir werden es immer wieder versuchen. Dieser Jim, der bleibt aber wirklich eine ganze Zeit lang da. Ich frage mich nur, wie gut er im Kampf ist. Da steht wer am Brunnen. Ah, Kaufmann Eichrich heißt er. Müsst ihr mich ausgerechnet jetzt stellen?
Ich habe keine Zeit, Fremdenführer zu spielen. Ich bin Kaufmann und habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Deswegen stehst du hier so völlig blöde in der Gegend rum und machst gar nichts. Ich bin begeistert, Kollege. Danke, dass du so fantasiereich bist. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu Talon und derlei. Dann stellt eure Fragen, aber schnell. Zeit ist Geld. Ich habe hier schließlich noch weiter rumzustehen. Könnt ihr mir etwas über die Geschichte dieses Ortes verraten? Die ist ziemlich bewegt. Das Tal hat schon immer allerlei üble Gestalten angezogen. Muss wohl an den heiligen Apfelhainen hier liegen. Vor ein paar hundert Jahren war sogar mal ein Drache hier, angeblich. Aber die Leute sind ja immer geblieben, weil das Tal fruchtbar ist. Und weil hier die besten Äpfel Aventuriens wachsen. Ich höre hier immer nur Apple. Gibt es denn hier auch keine Pflaumen irgendwie? Frage euch, und was machen die Geschäfte, wenn man fragen darf? Mein Urgroßonkel kam vor vielen, vielen Jahren nach Talon. Danach habe ich dich nicht gefragt und hat unser Handelshaus gegründet. Er starb aber ohne Kinder an der Blauen Keuche und das Geschäft wurde von seinem Bruder übernommen. Wir handeln traditionell mit Apfelwein und kandierten Äpfeln, die wir exportieren. Dafür importieren wir alles, was man im Tal nicht herstellen kann, zum Beispiel helles Pferdeacker, was dann in den Kisten rumliegt. Und in den Fässern schwappt. Kennt ihr einen Diplomaten namens Gerling? Amüsant, dass ausgerechnet ihr mich das fragt. Gerling war vor ein paar Tagen zu Gast in meinem Haus. Er ein sehr interessanter und interessierter Mann. Er zeigte großes Interesse an der Geschichte dieses Handelshauses und seines Gründers, meines Urgroßonkel. Wahrscheinlich haben es ihm die vielen Geschichten über ihn angetan. Was meint ihr damit? Ach, das Übliche. Wie das so ist, wenn ein Fremder in eine Stadt kommt und plötzlich reich wird. Manche behaupten, er war ein Schwarzmagier. Andere, er sei ein Diener des Namenlosen gewesen. Es gab auch endlose Spekulationen über seinen Tod und den seiner Frau. Aber die beiden sind einfach nur an der Blauen Keuche gestorben. Hahaha, sein Bruder, mein Urgroßvater, hat das Geschäft dann übernommen. Meine Familie wohnt seit Generationen im Haus meines Ahnen. Und wir haben nie Labore, Tempel oder Geheimräume dort entdeckt. Alles blanker Unsinn. Na, das werden wir noch sehen. Ich verrate jetzt mal nichts. So. Wenn ihr noch etwas Zeit entbehren könntet, während ihr hier faul rumsteht mit eurem komischen Hut, würde ich euch gern noch etwas Persönliches fragen. Na schön, worum geht es? Ja, das war's. Ja, Oh, friggin' K. Ich denke mal... Alles klar. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ich muss mal kurz gleich auf die Karte gucken, ob wir hier wirklich überall durch sind. So, könnte man bitte mal reinzoomen in das ganze Geschmonsens hier. Ja, hier Perine-Tempel, hier sind wir reingekommen, dann sind wir hier vorbei. Hier vorne war der Platz, wo der Typ den Witz über die beiden Schweine, das Arme und das Dumme gemacht hat. Hier können wir nicht raus, weil hier nämlich... die Stadtgarde abgesperrt hat. Hier ist der Boronsacker, hier hinten ist der Perine-Tempel, hier ist diese Landspitze, wo wir drauf gestanden haben. Da ist die Brücke. Da müssen wir gleich mal hin, damit wir uns da das Kennwort holen können. Zum Glück kann ich da aus der Vergangenheit zehren. Wow. Scharfes Monumente hier. Okay.